Wir alle kennen den Genuss. Wir alle lieben den Genuss. Und Genuss ist so wichtig im Leben. Aber wo ist die Grenze zwischen Genuss und Gewohnheit und dann schlechte Angewohnheit? Und wann geht es in die Abhängigkeit? Ich glaube, aus meiner Erfahrung sagen zu können, dass man nicht genau sagen kann, am 13. Juli 1995 war die Grenze vom Genuss zur Abhängigkeit oder in die schlechte Angewohnheit. Es geht schleichend, unbemerkt. Und natürlich, wenn man schon abdriftet in eine schlechte Angewohnheit, in ein echtes Laster oder sogar in die Abhängigkeit, genießt man es ja noch. Man versucht den Genuss immer wieder zu wiederholen, immer wieder zu wiederholen. Die Droge oder der Alkohol oder was auch immer gibt einem etwas. Oder man glaubt, dass es einem etwas gibt. Es ist wie eine Krücke, wie eine Medizin. Für mich war es lange eine Medizin, die mir sogar geholfen hat, Dinge zu überstehen. Und auch zu überleben vielleicht sogar. Und trotzdem ist es doch jedes Mal so, wenn jemand Drogen nimmt, dass er sich vom Leben abwendet. Drogen nehmen ist wie so ein heimlicher Todeswunsch, so ein heimlicher Flirt mit dem Sterben. Weil Drogen nehmen oder auch Alkohol trinken jetzt in erhöhtem Maße ist giftig. Es ist reines Gift. Der Körper braucht das nicht. Wir brauchen es oder unsere Seele. Aber unser Körper freut sich, wenn er clean ist. Und darum ist es immer ein Flirt mit der Zerstörung, mit dem Sterben, mit der Selbstzerstörung. Und auch wenn es erst so klein ist. Aber der Unterschied ist natürlich der Genuss. Wenn man nur etwas genießt, ist es etwas anderes, wenn es eine Ausnahme ist. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach dann hineinschlittern in den täglichen Gebrauch, in den Missbrauch von Drogen und Alkohol. Und da möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, oder vielleicht ist auch das erste Mal, dass du es hörst, dass jedes Mal, wenn du so etwas nimmst und dir reinschüttest oder dir reintust, wie man sagt, dass du mit dem Tod, mit deinem Tod flirtest. Du entwickelst dich weg. Es sterben jedes Mal Tausende oder Millionen von Hirnzellen. Du hast ein tolles Feeling, fühlst dich gut, du hast vielleicht sogar Spaß, du genießt es. Aber für deinen Körper ist es ein Kampf, weil er muss das Gift wieder rausschaffen. Und es sterben einen Haufen Zellen. Und manche werden irreparabel gestört. Aber darum geht es gar nicht. Mich hat es nie interessiert, als ich Drogen genommen habe, ob ich irgendwelche Zellen zerstöre. War mir egal. Ich wollte mich selbst zerstören. Oder nein, ich wollte mich nicht selbst zerstören. Aber mir war es lieber, mich selbst zu zerstören und auf dem Weg der Selbstzerstörung noch ein bisschen Spaß zu haben, anstatt einfach nur so weiterzuleben und mich als Opfer zu fühlen. Oder ein Opfer meiner Familie zu sein oder der Gesellschaft und Dinge tun zu müssen, die ich nicht tun wollte. Und irgendwo eingepfercht zu sein in eine Lebensweise, die nicht meine war. Ich war verzweifelt und wusste nicht, wie es anders geht. Von daher, wie ich schon sagte, haben mir die Drogen auch geholfen, mich zu befreien, zu rebellieren und die Zeit zu überstehen. In der Pubertät zum Beispiel. Aber später hat sich diese ganze Technik, diese ganze Überlebensstrategie gegen mich gewandt und mich fast getötet. Ja, und wie bin ich wieder zurück zum Genuss gekommen? Ganz einfach, indem ich aufgehört habe, Drogen zu nehmen. Was natürlich nicht so einfach war. Ich war schwerst abhängig am Ende und da ist es nicht so einfach, mal eben aufzuhören. Aber was ist, wenn du jetzt eine schlechte Angewohnheit hast? Du musst ja noch gar nicht abhängig sein oder schwerst abhängig, süchtig sein. Vielleicht hast du nur ein Laster, eine schlechte Angewohnheit. Und das Erste, um wieder zurück in den Genuss des Lebens und der Lebensfreude zu kommen, ist sich erst ehrlich einzugestehen, dass es so ist, sich ehrlich einzugestehen, ein Problem zu haben, nicht mehr klarzukommen, die Finger von dem Zeug einfach nicht mehr lassen zu können. Dieses ehrliche Eingeständnis muss gemacht werden, weil sonst ist Veränderung nicht möglich, weil es einem dann nicht bewusst ist und weil man dann Tag für Tag immer wieder im alten Trott bleibt und alles weitermacht wie bisher. Ja, und was folgt dann? Es ist frustrierend. Die Wahrheit kann frustrierend sein. Ich empfinde die Wahrheit immer als sehr befreiend. Aber es tut einen Moment lang auch weh, sich wirklich ehrlich eingestehen zu müssen, wie der Status quo ist, dass man vielleicht abhängig ist oder dass man echt schon Missbrauch betreibt mit dem Konsum. Das tut ein bisschen weh oder auch ein bisschen mehr. Aber wenn man das einmal zugelassen hat, diese Wahrheit, dann ist sie sehr befreiend. Und dann kann es weitergehen.
solange man diese leugnet und nicht ein, und die sich nicht eingesteht und immer wieder drüber redet und rechtfertigt und sich verteidigt, ist keine Veränderung möglich. Das ist meine Erfahrung. Belehr mich, wenn deine andere ist. Ja. Und dann, wenn man da steht und vielleicht doch ein bisschen ratlos ist, das ist vielleicht auch die Angst, warum man es nicht eingestehen will. Weil wenn man gesagt hat, okay, ich habe ein Problem, ich bin süchtig, scheiße, was mache ich denn jetzt? Wenn, nach diesem Eingeständnis kommt die Frage nach der Lösung. Natürlich. Aber was auch kommt, ist die Hoffnung. Nämlich sobald man sich das eingestanden hat, muss man nicht mehr weiter den Weg nach unten gehen. Man ist stehen geblieben, hat sich dieses Eingeständnis gemacht und dann wird nach einer Lösung gefragt und gesucht. Und ich möchte dir sagen, es gibt eine Lösung. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, sich Hilfe zu holen. Du kannst zu mir kommen, du kannst in eine Selbsthilfegruppe gehen, du kannst zur Suchtberatung gehen, du kannst, was weiß ich, online irgendwelche Hilfe finden. Es gibt ganz viele Leute heute, die dir zur Seite stehen können. Und es gibt Hoffnung. Es gibt Millionen von Menschen, die diese Problematik für sich gelöst haben. Nutze die Hoffnung, um die ersten Schritte zu gehen für deine Lösung, für deinen neuen Weg. Und das ist nämlich schon die dritte Sache, die unheimlich wichtig ist. Wenn du es dir eingestanden hast, was natürlich auch frustrierend sein kann, wie ich schon sagte, dann ist es wichtig, nach einer Lösung zu suchen und die Hoffnung zu nutzen. Wirklich die Hoffnung zu haben, hey, wenn ich das doch jetzt schon was, es muss doch eine Lösung geben. Und ich habe ja gerade gesagt, es gibt sie und sie ist gar nicht so schwer. Und was dann folgen muss, ist die Entscheidung, eine echte Entscheidung zu treffen und etwas zu verändern. Zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie es ist, ich bin bereit, mich zu verändern und ich tue es jetzt auch. T-U-N. Mit das wichtigste Wort auf diesem Planeten. Tun. Vielleicht ist es überhaupt das Wort, warum wir hier sind. Um zu leben, um zu lieben und es zu tun. Warum sonst brauchen wir einen Körper? Mit den Drogen haben wir es ja auch gemacht. Wir haben sie genommen, wir haben es getan. Und jetzt geht es darum, das Gegenteil zu tun. Sie wegzulassen, sich Hilfe zu holen und das Leben clean zu leben. Um neue Genüsse, neue Lebensfreude zu erleben, zu erfahren. Denn Genuss ist nicht nur beschränkt auf zuckerhaltiges Zeugs, auf Alkohol, Drogen oder anderes oder Sex. Das sind so die Sachen, wo wir denken, genießen oder vielleicht noch einen Urlaub genießen, die Ferien genießen. Nein, denk mal über den Begriff Genuss nach. Er ist viel weiter, viel größer. Und entdecke deinen Genuss, einen Genuss des Lebens, die wahre Lebensfreude. Und zwar eine, bei der dein Körper auch dabei ist, nämlich clean. Eine ganz natürliche Lebensfreude, ohne sich betäuben und sich künstlich Gefühle erzeugen zu müssen. Probier es mal aus. Und wenn ich dir dabei helfen soll, melde dich gerne bei mir. Hier unten ist ein Calendly-Link, da kannst du dich eintragen. Du kannst dir einen Termin aussuchen, wenn du es ernst meinst, wenn du wirklich etwas ändern willst, bei mir einen Termin buchen und dann schenke ich dir 40 Minuten meiner kostbaren Zeit, um mit dir ein Erkenntnisgespräch zu führen, um zu schauen, wo du stehst, welche Ziele du hast, welche Probleme du hast und ob ich dir dabei vielleicht helfen kann oder dir einfach nur einen Tipp geben kann. Alles Liebe dir.